Vom Ausland wieder zurück nach Österreich, genauer gesagt nach Graz. Aufs Kino folgt dort die Klassik. Anni Gülgün-Meyer von Kultur heute weiß mehr darüber. Sie ist jetzt bei mir zu Gast im Studio. Hallo Anni. Hallo Rainer. Worauf dürfen sich denn Klassikfans in der Steiermark freuen? Ja, also nach dem Filmfestival Diagonale wird jetzt sozusagen nahtlos geht es über zum Klassikfestival Styriarte, das heuer unter dem Motto Lust steht und mittlerweile zum vierten Mal eröffnete die Styriarte mit dem österreichischen Komponisten Johann Josef Fuchs, diesmal mit seiner Oper Psyche. Bei der Styriarte lief die Oper unter dem Titel Amor und Psyche. Es ist eigentlich eine Serenata, das heißt, es gibt auch Anleihen aus einem Oratorium. Und Johann Josef Fuchs gilt als einer der bedeutendsten österreichischen Barockkomponisten. Am Freitag war jetzt also dieser Auftakt und ursprünglich wäre geplant gewesen, im Park vom Schloss Eggenburg zu eröffnen. Aber wetterbedingt eröffnete die Styriarte in der Listhalle und bis zum 25. Juli hat man noch die Möglichkeit, die eine oder andere Veranstaltung der Styriarte zu besuchen. Wir bleiben in Graz. Am Wochenende war auch das Finale des Ring Awards für Opernregie und Bühnengestaltung. Und es handelt sich dabei um eine internationale Auszeichnung für Regie und Bühnenbild eben und wird alle 3 Jahre vergeben und ist ein sehr begehrtes Sprungbrett in die internationale Opernwelt. Und gewonnen hat Don Giovanni die Abrechnung von Annika Rutkowski, Eleni Konstantato und Johanna Danhauser, ein Damentrio aus Deutschland und Griechenland, das mit einer eigenen Interpretation von Don Giovanni gewonnen hat. Und am Wochenende eröffnet am Wiener Rathausplatz das Filmfestival und feiert 30-Jahr-Jubiläum mit einem eigenen Live-Konzert. Und auch darüber berichten wir heute Abend in unserer Sendung. Ein Kultursommer wie damals, das sind gute Nachrichten. Vielen Dank für den Besuch im Studio, Anni Gülgün-Meyer. Danke.